Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Der Fahrer ist schon wieder da, denn es ist Mittwoch. Kurz vorm Umzug habe ich gesagt, alles muss raus und der Fahrer hat gesagt, er meldet sich freiwillig, immer mittwochs vorbeizukommen. Das ist das zweite Mal jetzt. Mal die Biers, die geschickt wurden über die Jahre hinweg. Ich muss mal kurz so machen. Biers, China-Biers, Thai-Biers, andere Biers mal mit mir zu testen, denn der Fahrer ist ein richtiger Bier-Sommelier, ja, wenn man das so sagt. Ich habe ein Menas Moos-T-Shirt an, neu zum Album Sexy, und da passt, dass man da ein paar Bier sich reinzieht. Guckt euch die Kameraführung an, richtig genial. Das haben wir ja letztens mit dem Einbäcker Bier gemacht, was der Fahrer mitgebracht hat. Das war richtig brutal, 9 Stück für jeden. Jetzt wird gefühlt hier das meiste aber geteilt. Das wird also ein kleines, gemütliches Tasting. Er wird euch auch immer eine Geschichte erzählen zu jedem Bier. Zum Beispiel zum ersten hier, da steht Kirin Premium Bier, Kirin Ichiban. Da ist noch so ein goldener Lusttropfen drauf. Und eigentlich sind das die zwei gleichen Biere, aber einmal haben wir einen silbernen und einmal einen goldenen. Wollen wir uns jeder eins teilen oder nimmt jeder eins jetzt? Also wollen wir beide teilen oder? Wir vertrauen drauf, dass das beide genau dasselbe ist. Gut. Du als Gast darfst dir aussuchen, willst du Gold oder Silber? Ich nehme Silber. Gut, ich möchte nämlich Gold. Das könnte man jetzt einfach aufmachen. Ach so, das hat, wie viel hat's? Das ist immer noch wichtig. 5. Bayerische Staatsbrauerei Weinstephan Freising. Ach. Germany. Und dann unten steht noch was von Düsseldorf und eigentlich dachte ich, das ist China-Bier. Ich denke, nee, das ist alles, die meisten die Dosen sind alle aus Thailand, habe ich schon durchgelesen. Ich habe mich etwas vorbereitet. Und das hier ist aber das Einzige, was tatsächlich nach dem deutschen Reinheitsgebrauch so ein bisschen ist. Die anderen sind dann nämlich alle teilweise mit Mais, was in Asien normal ist, oder auch Mais. Mal so hat. Mais und Reis und Schweiß. Ja, bei dem also nicht. Das ist das Einzige, was noch ein Ding. Die haben sich also gedacht, die holen sich das China-Bier in China ohne Pfand, tun es dann nach Öden liefern und da kleben sie die Aufkleber dran und verkaufen sie euch nochmal mit Pfand, nochmal extra teuer. Du hast Pfandaufkleber? Die sind. Ich nicht. Nee, ich habe Pfand. Das weg. Siehst du, das ist deswegen ich krieg das ordentliche, damit ich es aufheben kann. Wir können uns ja gleich angucken. Das mit dem Pfand ist auch das Goldene. Achtung! Das ist jetzt aber trotzdem kein China-Bier oder doch China-Bier. Asien-Bier. Asien. Thailand kommt das hier. Also komplett. Es ist komplett. Ne? Regionales in. Ah ja, da kommt die ganze Brühe raus. Das sieht ja aus wie eine Dose Guinness, die man aufmacht, die auch oben so golden ist. Und dann da der ganze Schaum rausläuft. Okay, man hätte jetzt aus der Dose schmatzen können, aber wir füllen uns das natürlich rein. Und dann gucken wir mal, wie es ausschaut. Das ist ein sehr super schönes Bier mit super Farbe dran. So, viel Schaum. Also beim Ausschütten sieht es zu dünn. Beim Ausschütten sieht es zu dünn aus, aber so geht's eigentlich. Dünnes Ausschüttbier, guckt euch das an. Stell mal kurz hin, ich trinke jetzt trotzdem mal einen Schluck aus der Dose. Prost! Prost. Sonst verdurste ich nämlich noch. Ja, das ist das beste Asia-Bier, was ich bis jetzt heute getrunken habe. Warum machst du nur die Dose kaputt? Nur wegen keinem Pfand? Stell dir mal vor, ich ziehe den hier ab und klebe ihn da drauf. Hä? Dann mache ich nämlich so. Dann würde ich ihn aber vorher ein paar Mal kopieren. Hast du merken können. Das kopiert ihr auch immer, die Pfanddinger. Kirin Ichiban. Finde ich, Design gefällt mir eigentlich sehr gut, ist auffällig, hat hier schön goldene Schrift auch drauf, hat so eine Bauchbinde alles, da ist so ein goldener Drache noch, auch der goldene oben, sieht gut aus, hat eine schöne helle Farbe, ist schön klar, könnte ein bisschen trotzdem kräftiger sein die Farbe, ist mir schon ein bisschen zu hell vielleicht, sehr dünn. Aber es ist klar, klar ist immer gut. Und ich finde, man kann es trinken. Ich bin jetzt nicht, kann mich nicht so gepflegt ausdrücken und gewählt wie der Herr neben mir. Der ist ja Bier-Sommelier. Sommerbier, der ist alles. Schmackofatz. Schmackofatz, sagt er. Nee. Nein, nochmal normal, normal halt.
Oben tut man das nicht immer unten? Frauen und Bier stößt man nur von unten, sagen die. Aber dann also wenn mich jemand fragt, immer am Glas, weil manchmal dann hält man es so hin und dann klimpert es nicht, weil man die Finger erwischt oder so. Deswegen mache ich es immer oben eigentlich. Ich denke halt, unten ist stabil, da passiert nichts und oben, da bricht schnell mal der Zacken raus und das war's. Wie stoßt ihr das Bier? Schreibt's mal in die Kommentare. Ha. Du hast einmal Schmackofatz gesagt, das ist jetzt das Urteil, oder wie? Nee, das war eigentlich nur eine Anspielung auf, also wie ich das letzte Mal schon auf diesen Dicken, der hier Whisky und Zigarren verkostet hat. Ich weiß immer noch nicht, wie der heißt. Schmackofatz. Ich wollte das eigentlich mal raussuchen. Du kennst nicht deine Lieblings-YouTuber. Nee, den habe ich auch auf YouTube tatsächlich noch nicht gesehen, aber es gibt es nur auf hier. Gut, TikTok benutze ich nicht, weil das ist wirklich eine ominöse jetzt Plattform. Erwähn doch nicht TikTok, schon das Wort ist verboten, überhaupt erwähnt zu werden. Er meint übrigens Piep, ne, da müssen wir immer das Piep einblenden. Also der erste Schluck aus der Dose war sehr gut. Jetzt nach dem zweiten Schluck zieht sich mir der ganze Magen zusammen und mir wird richtig schlecht. Aber ist das beste Bier bis jetzt trotzdem besser als alle aus dem, wie aus dem Kalea Adventskalender. Das ist nämlich wieder das Kalea Bier-Tasting-Glas. War da nicht auch Einbäcker Winterbier dabei in dem Kalea? Ja, aber beim Einbäcker haben wir ja jetzt das festgestellt. Weihnachtsbier meine ich. Weihnachtsbier. Oh, schnell. Hoffentlich ist das irgendwann mal vorbei. Ja. Das erste, jo, und dann ging es irgendwie bergab. So, nach dem Kirin Ichiban, wir müssen es nochmal zeigen, steht jetzt, wie viel Prozent hat das denn jetzt nun gehabt? Das habe ich vorhin die ganze Zeit versucht rauszufinden. 5%. Louis Dumont Straße 21. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Als nächstes haben wir ein Leo Bier. Das gefällt mir eigentlich am besten so vom. Leo? Ich hatte früher mal so ein Kuscheltier, das hieß dann auch Leo. Ich habe auch ein Kuscheltier, was Leo heißt. Es ist zufällig ein Leopard. War dein Set auch ein Leopard? Oder das wie kommt denn zu Leo her? Das ist schon 30 Jahre her oder so. Hier finde ich lustig, das hat hier oben irgendwie so, ne, da steht mit rot lauter Schrift drin und sieht irgendwie anders aus als alle anderen. Na gut, es ist hier auch extra nochmal auch imported steht nochmal dabei. Ach, das hat so eine extra Dings, Produkt from Thailand, Lagerbier. Hier sieht's aus wie Oettinger, oder? Diese drei goldenen Kreise. Ich glaube, in Thailand die Bierkultur ist tatsächlich irgendwie aus Deutschland importiert worden. Singa Corporation, das hat auch hier einen Aufkleber. Und es ist halt einfach, ja, es ist eine silberne Dose mit hier rötlichen Nuancen wie mein Kopf. Aber das sieht halt immer noch chillig aus. Das ist das Bröselbier, deswegen hat er auch ein rotes T-Shirt an. Wir machen das jetzt mal wie viel Prozent hat das? 5 oder bis 5,2 so. Wahrscheinlich auch 5,0. Ich glaube, die haben versucht, fast alle 5. Ja, das hat 5. Das ist aber schon das erste dann was mit Reis und ich sag mal Maltosesirup. Also Zucker halt. Das wird wahrscheinlich süß schmecken. Das Schlimme ist, in Belgien war ich ja mal Weltkulturerbe für Bier. Und da gibt es kein gescheites Bier, ganz ehrlich. Gut, also es schäumt nicht so sehr, sieht man es. Denk dran, dass du nur die Hälfte einschenkst, weil. Ach, Scheiße, ist ja noch dünner. Ich auch gern probieren möchte. Naja. Das müssen wir das erstmal hier erzirkeln. Ich schütte es auch wieder falsch ein. Man merkt, ich bin einer, der eigentlich nicht was. Dose trinkt. Du bist halt der Sommelier und nicht der Schenker. Das stimmt, Bierschanker braucht man noch. Bierschanker. Ja, wenn man das jetzt stehen lässt, ist es irgendwann soweit, dass man es vielleicht trinken kann. Best, wir nehmen schon mal zwei andere Gläser und schenken schon mal das nächste ein, bis wir fertig sind mit allen Einschenken. Ja, oder sind mit so einem Löffel dann den Schaum weg. Ja. Aber ich glaube. Oh. So, hier geht noch was nahe. Dann ist es ungleich verteilt, aber das ist halt beim nächsten gleicht sich's wieder aus. So. Erledigt. Das ist doch die perfekte Schaumkrone vom Leo. Leo und das Schaumkrönchen, ein perfektes Wintermärchen. Sieht auch ungefähr gleich aus. Das ist aber so schön. Ja, so bei dir ist es mehr aus, weil es näher an der Kamera ist. Guckt euch das doch mal an. Ach, ist das nicht schön. Wieder oben das alles, also hier dreckiges Glas. Leo. Ich finde, es ist total wässrig hier oben dran und dann kommt so ein komischer chemischer Geschmack plötzlich nach. Ich glaube, es hat nur 2%. Es schmeckt danach gar nichts. Ja, stark schmeckt es nicht. Schmeckt aber irgendwie total künstlich. Ja, das ist irgendwie. Das ist wie wenn du beim Rasenmäher nachtankst, so den Geschmack. 5%. Vielleicht ist was reingefallen beim Öffnen der Dose.
jetzt auch noch so viel Schaum in dem Glas zurück. Oh, die Katze. Die wartet wahrscheinlich auf die Kronkorken, die rumfliegen. Zwei haben wir noch, Wien. Also gefühlt kann man das besser trinken als das erste, weil es ja einfach nur wegfließt und man gar nichts merkt, aber geschmacklich fand ich das erste dann doch besser. Ja. Während bei dem Leo hier unten ja schon Singha Corporation drauf stand, ist das jetzt hier direkt eine Singha. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, das hier kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Man muss aufpassen mit der Blendung. Weil das theoretisch ein Polfilter. 5%. Ja. Also ich habe das kriegt man, glaube ich, immer bei den Schlitzaugen zu fressen. Zum Trinken. Zu fressen. Auch 5%, ja. Das ist auch mit Fructose, Sirup, Hopfen. Ach, das ist wieder ohne. Das ist nur mit Fructose, Sirup, ansonsten Gerstenmalz. Mir ist auch gerade wieder eingefallen, in Belgien, da gab es auch Bier mit Reis. Das irgendwie Vedette heißt das. Das hat auch nach nichts geschmeckt. Und was ganz bekannt ist in Belgien, ist Jubilee. Und das hat halbwegs geschmeckt, das ist nur mit Mais. So, mir ist auch wieder aufgefallen, das ist auch wieder innen drin. Jubilee. Ist so bedruckt, ich hoffe, dass man das so sehen kann. Mir gefällt die Dose, glaube ich, sogar am besten bis jetzt, weil ich mag gern Weiß. Weiß ist für mich edel. Und dann gleichzeitig auch diese Schrift, diese goldene, die richtig schön glänzt. Dieser große, ist das ein Tiger, ist das ein Drache, ist das eine Mischung aus irgendwas? Dieser große goldene, sag ich mal kurz nochmal. Hier, guckt doch mal, wie schön das glänzt. Ihr seht ja richtig, wenn das Licht drauf geht, das glänzt so sehr. Hier auch die Schrift dahinter und hier unten dieser goldene Bauch. So, das macht ich jetzt mal auf. Das schenke ich jetzt mal ein. Den Einschenker mal. Oh, da kommt auch der ganze Schaum rausgelaufen einfach. Das war beim zweiten, ne? Das zweite war das normalste. Du hast schon mal gekrümelt. Ja, beim letzten Mal sah auch der Tisch aus. Als Pupsi dann kam, hat sie gesagt, wie sieht denn der Tisch aus? Jetzt ist es nicht mehr abwischen der, können. Der sah aber vorher schon aus. Hab ich gesagt, oh, und dann war wieder gut. Nein, das ist ja ein Tisch. Dafür ist ja extra die Tischdecke weg. Ne? Sonst nicht, dass sie dreckig wird. So, guck, wie schnell das geht. Schon kann man trinken. Das sieht gut aus. Ui. Das ist auch wieder so blass. Ne? Blasphemie, guck dir es an. Sinka, auf der Finca, auch imported, auch hier oben imported drin im Deckel stehend haben tun. Und ja, kurz nochmal zeigen, der Farb, Design-Dose gefällt mir am besten. Gut ist, wenn einer oben will und einer unten und beide ja, legen sich dann aus. So hin, also. Ja, ich war dran, deswegen unten, bei dir machen wir dann wieder oben, genau. Riecht kräftiger. Wenn man trinkt, hat man auch wirklich einen Geschmack im Mund. Und nicht wie wenn der sich dich selbst verarscht. So. Das ging auf jeden Fall jetzt gut rein, gut weg. Schönes also, Bangkok-Thailand also Premium-Lager. Also alle, die sagen, alkoholfreies Bier ist Verarschung, das ist einfach Verarschung ohne Ende. Also das schmeckt ja nach nichts, das Leben. Obwohl, ja, egal. Der Bayer sich da am meisten drauf gefreut, auf den kleinen Leo, den roten ja, Leo. Ja, das Äußere lässt halt nicht auf das Innere. Das ist so bestimmt Ökobier, weil es grün ist. Was ich immer schlimm finde bei den Dosen ist, dass die immer versifft aussehen hier oben. Da hast du manchmal, ist da hier wahrscheinlich mal irgendeine Palette gekracht und da ist es immer manchmal total kleberig. Und da hier durch die Rille hier drin kriegt man das auch nicht rausgewischt oder so. Deswegen mag ich Dosen aus irgendeinem Grund nicht. Auf was du achtest. Ich wundere mich immer, wo der Herpes herkommt. Ich muss immer rein, ja. Das ist wahrscheinlich. Bei der Flasche oder so kommt dann noch. Da mache ich immer einen Kronkorken ab. Habe ich auch schon manchmal, dass da hier unten drunter der Schmodder drunter ist. Ganz oft schon gehabt. Der Schmodder. Ja. Haben wir jetzt überhaupt alles erzählt zum Singha, was erzählt werden muss? Ich denke. Hast du nicht vorhin extra geguckt, dass die alle aus verschiedenen Regionen kommen und alles so richtig vorbereitet ist? Die Dosenbiere sind alle aus Thailand. Da steht auch nochmal Produkt from Thailand. Ne? Das ist nämlich jetzt das Chang Classic Bier, Lagerbier, Chang. Da sind zwei Elefanten drauf. Hier ist die Schrift. Irgendwie ist es immer vorne ist ein fettes Bild und dann ist einmal der Klurak und dann ist einmal der komplette Name der Dose so über die ganze Dose geschrieben, aber ansonsten
zwei lustige Elefanten, die hier rumfliegen, auch wieder 5%, so wie das ausschaut. Wollen wir noch lesen, was drin ist? Du liest mal und dann kannst du es mal aufmachen, weil du bist ja dran mit einschenken. Ach so, ah, jetzt muss ich das. Das habe ich hier vorhin eine Ewigkeit gesucht. Das ist, weil, ja, das irgendwie Chang-Bier steht drauf, also Chang mit C-H-A-N-G. Mit Reis hergestellt, Zutaten Wasser, Gerstenmalz, Reis, Hopfen. Also das ist auch ein Reisbier, aber kein Zuckerzusatz. Wobei man das hier bei den anderen Bieren, wo Zucker drin war, auch nicht geschmeckt hat. Im Gegensatz zu diesen belgischen Bieren, da gibt es ja hier, das komme ich nicht mehr drauf, wie das heißt. Da gibt es welche, da stehen große und breite Zahl drauf. So viel Prozent hat es. Ich hatte mal 12% irgendwas. Da warst du nach einem Bier ganz schön voll. So, das ist das erste Bier, was nicht überkocht, obwohl man es schon ein paar Mal gedreht hat. Wenn du das aufmachst, ist es beruhigt. Ne? Das andere, dein Leo, was du hattest, war auch ruhiger. Hat sich aber gut angehört beim Öffnen, einfach krusch. Das klingt auch beim Einschenken schon viel geiler. Guck mal, ich habe jetzt keinen Schaum drauf gemacht. Kitzelt mich was, ich denke, die Katze ist da. Das ist wahrscheinlich kann das sein Fuß hier sein, ja. Das kann sein. Das tut sich mit seinem Fuß mir hier die ganze Zeit. Ja. Mensch, das läuft aber. Also zum Einschenken ist das wahrscheinlich das Beste. Komm, ich mache jetzt noch einen Haufen drauf hier. Ein Haufen? So. Damit ein bisschen Schaum entsteht. Also ist wirklich entsteht. Das ist hier, also zum. Also technisch gesehen ist das bis jetzt das Beste. Sagen wir es mal so. Chang bekommt den Technikpunkt, okay. Pluspunkt, Bonusbier. Aber. Das riecht ja das wie Herbst. Das riecht wie Blumenwasser, ja. Kräuterlich irgendwie. Das ist bestimmt das. Ach, deswegen ist es zwar noch nicht grün. Ja, du hast ja gerade gesagt, ist das Bier. Weil viel Hopfen drin ist, ja. Prost! Prost! Tja, wieder. Wie so einfach quer. Eingespuckt, ja. Schmeckt, wie es riecht, würde ich sagen. Mich erinnert das jetzt gerade so an, was ist denn das? Wenn du bei Leuten in die ist das hier so ein Sprachding oder was, was angeht, weil gerülpst wurde? Und ja. Will jetzt irgendeine Suchanfrage aufnehmen? Da ist eine Abhörmaschine drauf. Oder ist das dein angefressenes Ladekabel? Na Quatsch. Es ist, guck, jetzt das ist gleich, Stürmer. Was es ist. Es ist nix. Es ist schon wieder weg. Das erinnert mich irgendwie. China-Bier, da sind sie mit Ballon drüber geflogen gerade. Also ich hier, sag's. Hier zur DDR-Zeit, mein Opa hat da irgendwie so eine Bastel, also so hier, hat auch hier das so eine Veranda gehabt mit Werkstatt. Und da gab's irgendwie so alte Fette und so riecht das halt einfach wie zu DDR-Zeiten. Einfach wieder die. Nicht so gut. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das davor geschmeckt hat, aber ich muss sagen, das fand ich jetzt nicht so köstlich. Nein. Und das kann ruhig weg, dieses grüne Etwas. Was eine Flasche jetzt, die erste Flasche. Jetzt, das ist ein, was hast du gesagt? Das ist japanisches Bier, steht drauf zumindest, aber habe ich das gesehen. Japan Bier, Asahi Breweries Limited Super Dry, Vision of Japanese. Das ist Bier. Das ist ein Asahi. Da steht Asahi drauf, hat 5,2, also das meiste bis jetzt. Ja, hier ist halt noch so Schriftzeichen, Zeug und alles in der Flasche. Kommt mir auch irgendwie bekannt vor, ich glaube, davon habe ich auch schon mal eine Dose getrunken. Achso, jetzt fliegen lassen. Aber du hast ja dann die Horsepower. Als der Fahrer, ja. Was ist das? Zum Glück war ich in Deckung. Kocht das über, ne? Na, das ist das Ramses-Opening, das ist. Oh, das klingt gut, das klingt lecker jetzt. Das klingt. Das hat aber bis jetzt immer noch ein bisschen. Also die meiste Farbe so von den Bieren. Oh. Zeig mal. Also. Zeig mal das Zeugnis. So. Das hätte. Wir brauchen mal ein Kamerateam, was von allen Seiten filmt. Das hat jetzt gut geklungen und sah auch ja. Gut aus. Und dann bräuchtest du ein Richtmikro an der Decke und dann noch eine zweite Kamera von der Seite. So sieht das jetzt aus, wenn das eingeschenkt ist, mit Schaum. Hm. Mit ohne Schaum? Stoß du mal an dem Glas. Nicht, dass ich es wieder in die falsche Richtung halte. Genau, so angestoßen. Wunderbar. Ein Japanese Beer Asahi.
5,2. Er riecht wie Bier aus einer grünen Flasche. Du riechst erst dran. Beim zweiten Mal riechen riecht es irgendwie nach gar nichts mehr. Ich habe auch keinen Schnupfen mehr. Beim ersten Mal habe ich gedacht, das ist jetzt hier ein Becks oder sowas. Hat auch so Becks Gold, ne? Also das ist tatsächlich, schmeckt wie Becks Gold, muss ich echt sagen. Wieso das sagst? Also Geschmack, Geruch und Asahi. Was ist da für ein Scheiß drin? Reis. Bestimmt. Maisstärke, Mais. Und Reis, da ist alles drin, was man in Bier reinschüttet. Okay, Erbsen und Bohnen auch, oder nee, was? Das habe ich noch nicht gehört. Bohnenbier. Das würde ich machen, so Mr. Bean, wenn er sein Bier Bean, der macht Bohnen Mr. rein. Mr. Beans Bier Brewery. Ja, genau. Brewery. Mensch, jetzt haben wir ja gute Laune gekriegt auf einmal. Haben wir kurz mal gelacht, ne? Ah ja, was rennst du hier rum? Hast du die Bohnen gehört, oder was? Das klingelt auch gerade. Was ist das? Aber schmeckt dir das oder was? Ist noch Schaum drin, der muss auch noch weg. Es ist schon 21 Uhr. Ja, die große Flasche auch noch aufmachen. So, es ist. Was will Horst Bauer machen? Es ist wie es ist. Wir müssen erst noch. Was heißt eigentlich dry? Trocken oder trocken, nee? Trocken, ja. Warum die das trocken nennen? Super trocken. Also ich kann nur bei Sekt zum Beispiel, gibt es ja hier drei zum Beispiel, also trocken. Und dann gibt es noch Cava und alles dry. Mögliche, wie die alle heißen. Und das hat irgendwie was damit zu tun, wie viel Gramm Zucker irgendwie noch drin ist. Oder so. Und da gibt es dann verschiedene Kategorien von so und so viel bis so und so viel Gramm. Das ist aber schon zu lange her, dass ich das erklären kann. So, wenig Zucker für dry oder mehr Zucker das für dry? Das weiß ich. Ich denke, trocken ist weniger Zucker. Ist also Cola Zero eher dry oder ist eine normale Cola mehr dry als eine ja, ohne ist Zucker? Eine Zero ist ja gar kein Zucker drin. Also denke, ist die Ultra Dry Deluxe. Das klingt dann schon wie Slip-Einlagen. So, das war das Stichwort, denn wir haben am Ende noch Red Horse Porno-Bier. Das ist eine Flasche aus Hongkong mit einem, ich habe gar nicht den Kronkorken gezeigt. Guckt euch mal den Kronkorken an. Ja, den anderen haben wir nicht mehr da, weil der war irgendwie schwarz. Ne? Schwarzer Kronkorken, hier so ein goldener Kronkorken, Red Horse Bier, noch Banderole, Red Horse. Sieht aus wie irgendwie Hustensaft. Nochmal Red Horse, aber 8%. Es leuchtet, es sieht gut aus. Das hat richtig Horsepower. 8%. Bah. Das hat auch, ich hoffe, dass das Farbe hat jetzt. Experience that distinctive full flavor taste of a world class premium strong beer. Nee, das hier, das Governance, das musst du dir mal das noch vorlesen. 8%, genau, das ist Hongkong Bier. Und was ist der Satz, der dich so welchen Satz fandest du am besten? Das steht tatsächlich drauf hier, Governance Warning. Kannst du besser Englisch sprechen und lesen? Nö, guck. Da steht drauf, Government Warning, also die Regierung sagt euch extra, passt auf. According to the Surgeon General, Women, obwohl das heißt ja dann Women, ne? Das ist die Mehrzahl. Women should not drink alcoholic beverages during pregnancies because of the risk of birth defects. Schon ist es gar nicht mehr lustig, weil der Satz ging ja noch weiter. Stimmen wir mal, dass wir das gar nicht durchgelesen haben. Gut. Ja, der Brösel hat vorhin, der Fahrer hat nämlich vorhin nur gelesen, Women should not drink alcohol. Ja. Dann, die Frauen sollen keinen Alkohol trinken. Da war der Satz schon zu Ende und jetzt. Das ist auch immer. Habe ich es weiter gelesen, da steht ja noch mehr. Ja, das ist ja auch immer. Alkohol verursacht Aggression. Ja, der Mann trinkt und die Frau wird aggressiv. Also, du musst jetzt mit deinem Feuerzeug das natürlich aufmachen, weil du bist ja der Gast. Und der Fahrer. Ich schieße jetzt wieder die Gardine. Ich schieße die Gardine wieder ab. Toll, das ist überhaupt nicht abgehoben. Ich habe extra Mühe gegeben, aber es dampft. Was hättest du gemacht, wenn es jetzt hochkommt? Ist da ein Rüssel dran gehangen oder was? Das war kurz davor. Die haben ja noch eine Nummer drauf gedruckt auf die Flasche. Das kann man jetzt in der Kamera, siehst du es eh nicht. P1908-22 und dann E1908-23. Adi Schatz. Ich weiß auch immer, die damit meinen. Aber wahrscheinlich ist es ein Jahr gültig. Produziert ist es. Provoziert? Im August letztes Jahr.
Ich glaube, das wird es. Der Fahrer hat jetzt Geschmack bekommen. Der möchte dann noch das Hubertus Bier testen. Das große. Damit wir mal vorankommen hier. Oh, mir ist gerade einer gefleucht. Ist jetzt mein Sofa angeschmissen. Das schmeißt du eh raus, oder? Vielleicht willst du den Nachmieter noch nehmen. Das sage ich jetzt. Steckt Persönlichkeit drin. Ja, ich habe meine persönliche Note reingegeben. Also, dafür, dass es so stark ist. Schenkst du dir jetzt die ganze Flasche ein, oder was? Ey, guck mal, das haut ziemlich hin. Das haut sogar ganz genau hin. Ja, das ist auf jeden Fall. Nur ich hab's irgendwie geschafft, das komplett ohne Schaum. Die Tastings mit der Fahrer, die sind auf jeden Fall sehr ruhig und entspannt. Da schreit keiner rum wie bekloppt. Ne? Guck dir das an. Das ist ein Horstbauer. Was willst du denn rumschreien? Ich sitze neben dir. Du hörst mich doch auch, wenn ich leise rede, oder? Was hast du gesagt? Ja, das, man hat das ja vorher noch nie so gemacht hier an so einem Tisch. Das ist richtig so. Das ist jetzt auf jeden Fall das gute Hongkong-Bier. Ja. Hongkong ist ja auch irgendwie eigentlich China, aber politisch irgendwie abgegrenzt, das ist eigentlich sehr westlich, oder? Ich kann den Geschmack, den Geruch nicht zuordnen. Es riecht halt einfach so halt normal, so wie es halt immer riecht, wie wenn man normal atmet und riecht mal. Ich habe mal Wein, halt immer so. Ich habe mal Met gemacht und der ist sehr stark geschwefelt und lange gelagert. Der riecht genauso. Du machst selber Wein. Gibt es da ein Tutorial auf deinem Kanal? Nee. Prost! Das ist der Mietwein vom Fahrer. Schmeckt auf jeden Fall komplett anders als es riecht. Aber jetzt ein bisschen säuerlich brennt es auf der Zunge. Aber wenn ich jetzt so überlege, das Einbäcker, das Starke, was? 6,5% hatte, das hat ja schon wie Kaffee geschmeckt. Das hier, das hat ja einfach, das schmeckt wie. Dann kann man sich wahrscheinlich komplett kaputt machen mit dem Zeug, ohne dass du es merkst, weil es einfach nur reinläuft. Das hat alles keine Stammwürze. Alles nicht kräftig. Also schmeckt es dir wässrig oder was? Nee. Schmeckt nach mehr. Guckt euch mal die Katze an schon wieder. Adi, was machst denn du da? Ja, was machst denn du da? Au! Warum denn? Voll da reingehackelt. Do. Adi, China-Bier. Jetzt hängst du drin, ne, und guckst. Arr. Adi, Schatz, da guck dir die Nase an. So, das musst du jetzt mal rein, als Auflockerung auf jeden Fall. Das ist wichtig. Das letzte Mal auch gemacht. Ja. Gut. Dann wären wir jetzt mit dem Asia-Bier durch. Ja, es war sehr unspektakulär, würde ich dazu sagen. Also, da habe ich jetzt mit mehr gerechnet. Aber das ist halt Bier. Ich glaube, darauf hätte ich auch verzichten können. Ne? Da trinke ich lieber was. Da ist ein Pfand drauf. Mein Lieblingsbier ist immer noch das Shinka hier. Ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie es geschmeckt hat, aber die Dose sieht so schön aus. Was war dein Lieblingsbier von heute? Da kann ich mich nicht entscheiden. Der Leo, genau. Bestes Design. Schmeckt gut, hat aber auch gut geschmeckt. Scheiße, ich habe gar nicht in die Kamera geguckt, ob ich... Ach, die hat gut geschmeckt. Ich denke, das war Rotz hier mit dem blöden Elefanten drauf. Das hat alles irgendwie... Naja. Dem Fahrer, dem schmeckt alles gut. Das Bier. Es war auf jeden Fall ein einfacheres Tasting als mit einem Einbäcker. Das war ja viel zu viel. Und deswegen will er jetzt noch einen hinten ransetzen. Aber das in einem extra Video. Da kommt noch was. Das in einem extra Video und das kündigen wir jetzt schon an. Wir haben nämlich so eine große Flasche vom Kevin. Und weil wir jetzt allein zu Hause sind, trinken wir die jetzt auch noch. Also bis gleich. Tschüss. Ach so, peace out, for out, euer Ramses und euer Fahrer. Weil das wird ja trotzdem ein extra Video. Aber das kann man dann so wie, ne, hintereinander her weggucken. Ja. Ich war da auch bei den Sachen immer, bis das alles hintereinander rausgekommen ist, hier bei mehreren Teilen, hier bei Natururin oder so, da war jetzt in Portugal.
Da habe ich auch gewartet. Ich war, da stand jetzt steht schon da, 1 von 5 oder so. Ich warte einfach. Ich halt einfach warten. No. Das ist nämlich noch drin. So, willst du dir sowas zum Schluss sagen? Das habe ich doch gerade. Das war dein Schlusswort. So. Ich dachte, es ist ein Privatgespräch. Nö. Cool. Kann er ruhig wissen. Dann checkt mal seinen Kanal aus, der Fahrer, weil eigentlich bricht er immer in irgendwelche Gebäude ein und filmt dann alles und randaliert voll und dann siehst du, wenn er rausgeht, dass alles verlassen ist auf einmal und kaputt. Und leer. Ja, und ich glaube, leer. Ich nehme alles mit. Nimm alles mit. Dann verkaufe ich das auf eBay. Das ist der Fahrer. Nee, Link in der Beschreibung. Das macht man nicht. Das ist nämlich das, was irgendwie, das ist Mindset, was irgendwie fehlt jetzt bei den Airbags. Das ist auch die ganzen... anderes Thema. Das erklären wir euch im nächsten Video, wenn der Fahrer wieder aus dem Gewürzbuch spricht. Ne? So, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und euer Fahrer.